Liebe Dieselfreundinnen und Freunde, der Dieselpreis ist nach wie vor so niedrig wie nie. Das heißt, raus auf die Straßen, ballert den Scheiß in die Luft und genießt das schöne Wetter in den Alleen, in den Straßen, auf den Bahnen. Wir sind wieder für euch da. Jetzt Mini Motorways. Hey, herzlich. Hallo! Hallo Fabian! Hallo, hey. Florentin! Ich mach's dir gemütlich. Ein bisschen viele Red Bull-Dosen hinten, aber schau einfach, wo du dich da dazwischen setzen kannst. Ja, sehr gerne. Ich frag mich ja, ob du immer den Kondoppen von mir mitbekommst oder weswegen du dich nicht laufend von mir distanzierst. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich. Du, ich bin ein bisschen müde davon geworden, mich in jeder Sendung von dir zu distanzieren. Du kennst meine Meinung zu Diesel, du kennst meine Meinung zu Poetry Slam, du kennst vor allem meine Meinung zu deinem Diesel Poetry Slam. Das war auf jeden Fall was. Ich möchte aber mich auf die positiven Seiten konzentrieren, wie zum Beispiel auf unsere fantastische Zuschauerin Art by Steffi, die dieses fantastische GIF hier gemacht hat. Ich find's fantastisch. Ja. Großartig. Wir beide schön in einem Harlequin. Ich find's toll. Aber auch in so einem zu kleinen Harlequin für uns ja, eigentlich. Ja, klar. Nee, es ist ja Mini-Motorway. Ja. Es ist ja alles klein. Und ich finde es immer wieder überraschend, was wir für fähige Zuschauerinnen und Zuschauer haben, oder? Ich meine, nicht im Ansatz könnte ich sowas erstellen. Null. Überhaupt nicht. Und dann auch noch so mit Wind in den Haaren. Ja. Also toll, richtig toll. Super toll, da sind wir natürlich, haben wir einen gewissen Druck auf den Schultern, dass auch wir heute abliefern, denn unsere Zuschauer liefern schon seit einer ganzen Staffel ab. Wir nicht so. Naja. Ich würde sagen, letzte Woche war durchaus letzte Woche war Feiertag, aber die Woche davor war auf jeden Fall enttäuschend. Was hast du letzte Woche gemacht? Wie hast du den Feiertag verbracht? Ich habe ein bisschen an meinem Auto rumgeschraubt, ne? Ein bisschen geschraubt. Da musste ein bisschen was am Vergaser nachgezogen werden. Und bist du was? Ganz kurz, wir können hier mal ganz kurz in den Tuning-Bereich abdriften. Ja. Bist du eher so Typ aufbocken oder Typ tiefer legen? Ich bin Team aufbocken. Also ich kaufe mir so XXL. Treckerreifen und schraub da oben drauf mein Polo drauf, weißt du? Ja. Ich habe ehrlich gesagt Tieferlegen auch nie verstanden. Ich fand's immer cool, eher schön weit oben zu sein. Busfahrer ist für mich der coolste, der es gibt, der da so thront über allem. So will ich auch Auto fahren. Ja, vor allen Dingen, ich finde, man hat ab und zu hat man mal so ein bisschen so an dieser Luft geschnuppert, wenn man vorne in so einem Transporter saß, weißt du, in so einem so umgezogen, hast dir so ein Auto geliehen und dann bist du, dann dachte ich, krass, man kann so weit oben über der Straße sitzen, wie geil ist es? Tatsächlich bin ich auch immer der bei Umzügen immer sagt, okay, ihr tragt, ich fahre das Auto und dann miete ich mir den größten Wagen, den es gibt. Scheißegal, auch wenn wir irgendwie nur so, wir haben eigentlich nur zwei Tische und ein Regal. Fuck it, ich nehme den 18-Tonner einfach nur, um irgendwie einmal mit so einem Ding durch die Stadt zu brettern mit 30 km/h. Ja. Das macht schon Spaß. Das macht schon wirklich Spaß. Also es ist, Freiheit fängt da für mich an, wo ich mit meinem ersten Schritt in die Tür so eine Schwelle von 80 Zentimetern überwinde. Ja, schön mit der Hand an dem Griff, wo man sich so hochziehen muss. Das ist für mich ein richtiges Auto, wo so einen halben Klimmzug machen muss, um reinzukommen. Aber ich bin auch der dann bei Sixt immer so angeguckt wird und wo es dann auch heißt, Sie können gerne erstmal eine Proberunde auf dem Parkplatz fahren. Und das tut mir weh. Ja. Das tut mir ein bisschen weh, wenn dieser Kerl bei Six einfach der Typ, der irgendwie schon Panzer gefahren ist und mit dem Panzer rückwärts einparken kann, ohne nach hinten zu gucken, kein Problem, mir sagt, fahren Sie erstmal über einen Parkplatz. Ja? Okay, ja, mache ich. Aber auch immer dieser Moment bei Six, wenn sie dann sagen, ja, jetzt gehen wir mal ums Auto rum und gucken an, wo es welche Schäden es gibt, wo ich mir denke so, ja gut, du kannst mir halt jetzt alles erzählen, ne? Also Oh, hier ist im Chat ein Busfahrer, sitzt gar nicht so weit höher. Ich rede von einem Omnibus. Ich rede ja nicht von einem Stadtbus irgendwie, sondern ich rede von so einem Reisebus, wo man wirklich, wo unter dem Sitz nochmal die Schlafkabine von dem Fahrer ist. Das ist für mich ein richtiger Bus. Ja, das andere ist ja alles Quatsch. Übrigens, nicht nur zeichnerisch wurde unsere Community aktiv, sondern auch, immer noch ziemlich geil, sondern auch rein technisch, wenn es ums Spiel geht, denn das Community-Mitglied, das Community-Mitglied Hydrophil. Das Community-Mitglied
Das ist auch ein nie enden wollendes Motorgeräusch. Das Community-Mitglied Hydrophil hat mal hat etwas von uns auf die Probe gestellt. Und zwar unsere Umwurst-Taktik. Und oh ja. Hast du, bitte? Ja, gut. Ja, und hat, vielleicht können wir jetzt hier mal kurz aufs Forum gucken, genau. Und hat nämlich ein Video erstellt, wo er versucht hat, jeglichen Spawn zu verhindern. Mhm. Wir sehen es in diesem Bild. Und das Wursten verhindert ungewollten Spawn, klar. Gleichzeitig verteilt das Spiel den Bedarf dann aber einfach auf die vorhandenen Kaufhäuser. Ich hatte bei meinem Versuch nur ein einziges Kaufhaus, wir sehen es hier, an 10 bis 15 Häuser angebunden. Und trotzdem war der Bedarf nach 350 beförderten Leuten oder so zu krass. Also ist seine Schlussfolgerung, Wursten nur da, wo es wirklich notwendig ist. Weil durch zu viel Wursten und Spawn verhindern, erschafft ihr euch Kaufhäuser, dessen Bedarf mit keinen Mitteln gedeckt werden können. Wie viele Kaufhäuser hat er auf dem Bild? Ich kann es nicht gut sehen. Wir können noch mal groß drauf gehen. Ein Kaufhaus hat er nur, ne? Er hat ein Kaufhaus und dann 15 Häuser. Aber die. Aber ja. Kommt dann auch der Bedarf der anderen Farben irgendwann auf die Farbe dann, oder was? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Oder generiert das Spiel gar keine neuen Farben so lange? Weil ich glaube, vielleicht ist es gut, ab einem gewissen Punkt wirklich alles wegzuwursten. Weil klar, ein Kaufhaus ist natürlich krass, aber stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie von mehreren Farben mehrere Kaufhäuser. Oh Mann, Flo, ich wollte gerne so eine einfache Lösung haben. Aber warum ist denn die Welt nicht in einfache Lösungen? Warum bekomme ich meine einfache Lösung nicht? Naja, du musst ja die Lösung auch mal ausarbeiten. Vielleicht ist der Ansatz gut. Es gibt nur gute Lösungsansätze. Du willst natürlich nicht durchcheaten, so wie du durch dein ganzes Leben durchgekommen bist, dich durchgecheatet hast irgendwie. Aber so nicht. Auf der Straße, auf dem harten, dampfenden Asphalt. Ja. Da zählt nur echte Arbeit. Und das ist auch gut so. Und deswegen bin ich ein Fan der Straße, ein Fan des Horizonts und ein Fan der Umleitung. Ja, ich sehe übrigens hier im Chat, einfach gar nicht wursten, wursten gleich cheaten. Das habe ich auch so ein paar YouTube-Kommentare gesehen. Das hat, da wurden wir ein bisschen für kritisiert, dass wir zu viel gewurstet hätten, weil das kann ja schlecht Sinn des Spiels sein. Nein. Da, also wirklich, nein, das sind wieder so, oh Gott, also da könnte ich mich aufregen. Das sind so wieder diese Ästheten, die dann wirklich sagen, nein, Straßen müssen so gebaut sein. Nein, Straßen erfüllen eine Funktion. Sie bringen Leute von A nach B. Und mir ist es völlig egal, ob das von eurer Google Maps Perspektive dann schön aussieht. Ich will, dass meine Leute schnell nach Hause kommen und irgendwie gut abends nochmal irgendwie mit einer Tiefkühlpaella da zu Hause sitzen können und sich die schön in die Pfanne legen können. Und nicht irgendwie ewig am Supermarkt warten. Das ist meine Verantwortung als Autobahner. Und der komme ich auch nach. Ob das am Ende gut aussieht oder Grippe, ist mir egal. Ja, das sind die Chat-Leute, die hinten auf dem Rücksitz sitzen und sagen, Kommentare. Oh, ja, genau, und oh, ein bisschen scharf abgebogen. Ja, dafür habe ich keinen Unfall gebaut. So, mein Gott, ja, man muss Prioritäten setzen. Das sind die hier, Florentin, die hier. Ja, ja, genau. Schön auf der Autobahn, nichts bewegt sich, aber ja, trotzdem den Angstgriff. Es geht schnurgerade geradeaus. Wir parken gerade. Ja. Warum hältst du dich fest? Ich bin gerade an der Tanke und hole eine Wurst. Ach ja, ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich glaube, ich wähle dieses Mal eine Medium-Wurst. So ein Mittelding, glaube ich. Aber, oh, jetzt ist das hier abgerissen, glaube ich, gerade. Oh, abgestürzt. Warte mal. Hat er die Bremsleitung gekappt, oder wie? Du kannst ja schon mal einsteigen, du kannst ja schon mal die Sitzheizung anmachen. Mhm. Wir spielen natürlich Dar es Salaam. Klar. Tatsächlich gehen die Daten nicht mehr, die du mir geschickt hast. Okay, warte. Können wir einmal nochmal runtergehen? Ja, danke dir, liebe Regie. Dann korrigiere ich das gerade ganz kurz. Warte. Ich schließe nochmal das Spiel. Quit. So. Quitted. I quitted. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen, die ich auch mal zeigen kann. Ach ja, herrlich. Aber ab bei Steffi schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Die hat auf jeden Fall noch ganz viele andere Bilder gemacht, die sich auf jeden Fall lohnen, da mal durchzuchecken. Und macht mal einen schönen Community-Tag. Rocket Beans ist nicht nur Fabian Kranelas, Paulsen, die großen Namen irgendwie auf dem Walk of Fame. Nein, Rocket Beans seid auch ihr. Ihr macht teilweise den besseren Content, wenn man mal ganz ehrlich ist. Gut, das ist manchen hier zu ehrlich, ja. Bei manchen
Da wäre ich wieder abgeschnitten hier für solche Aussagen, aber gut. Da muss man durch. So, ich bin drin. Ich bin reingehackt. Geil. Wir spielen natürlich unsere Lieblingsmap Dar es Salaam in Tansania. Ja. Und unser Ziel ist es, mindestens die 2000 zu knacken, wenn nicht sogar in Highscore zu kommen. Aber wenn ihr jetzt sagt, mein Gott, die Idioten da... Ja? Der Highscore, da ist niemand mehr mit 2000 drin. Doch klar, 3000... Ach, du meinst du's? Fuck, Alter, ich glaube gerade, weil... Oh Mann, ey, das sind wahrscheinlich die ganzen Mini-Motorways-Zuschauer, die da einmal sich das runterladen, die Testversion, einmal kurz durchdaddeln und sagen, was habe ich da für einen Score? 3209? Okay. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich gar nicht. Wenn wir hier jede Woche bei 1500 verrecken... So, mir egal. Scheiß auf den Highscore, das ist... Wir brauchen 2000. Ja. Markus ist halt so, schreibt Krane Florentin, heute gerade in der späteren Phase mehr Pausen einlegen, auf zu den 2000. Das ist der Spirit hier, Leute. Das ist der Spirit und natürlich bei 500 beförderten, zufriedenen Gästen genau. Kommt der Sophie-Moment. Dann könnt ihr abstimmen, ob wir weitermachen sollen oder nicht. Also guckt euch das Geschehen aufmerksam an und überlegt, hat das Zukunft, ja oder nein? Ja, und haltet schon mal eure Votes parat. Heute ist natürlich der Vote Ausrufezeichen Ja für weiter und Ausrufezeichen Nein für nicht. Weiter. Zum Glück. Sehr gut. So, ich versuche hier oben schon mal direkt zu wursten. Ich will heute aggressiv wursten. Hast du nicht eben gesagt, eine Medium-Wurst? Ja, aber im weiteren Spiel. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn Rot so weit rechts spawnt, ne? Weil dann können wir Rot und Gelb gut trennen. Wenn ich jetzt hier überall den Spawn denie, muss Gelb hier irgendwo links spawnen. Und dann können wir die Farben gut trennen, was vielleicht nicht schlecht ist. Also, um es ganz kurz zu erklären, für alle, die es noch nicht geguckt haben, man muss hier ein Straßennetz bauen. Diese schwarzen Pins zeigen an, dass hier Bedarf ist für Autos und die werden dann angefordert von allen Häusern, die angebunden sind durch eine Straße und die fahren dann hin und dann ist er weg. Und wenn man zu viele schwarze Punkte hat, dann fängt ein Timer an und wenn der abgelaufen ist, hat man verloren. Bis dahin muss man versuchen, so möglichst viele Leute zu befördern, wie es geht. Am Ende von jeder Woche kriegt man neue Features, wie zum Beispiel neue Straßen oder Autobahnen, die man dann bauen kann. Ja, bei mir ist momentan komplett eingefroren gerade. Ich kann nichts mehr tun. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mhm, sehr gut. Einfahrten gewurstet. Ja, guck mal, das war jetzt das Ergebnis von... Naja, weiß ich nicht. Vielleicht war es doch einfach Glück. Vielleicht war es Glück, ja. Weiß man nicht. So, hier würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen offen lassen. Für Häuser. Weil hier wären natürlich jetzt ein paar rote Spawns gut für da. Ja. Willst du nicht links vom roten Haus noch abwursten? Auf jeden Fall. Naja, gut. Uiuiui. Aber das ist jetzt schon wieder so kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob ich den will. Ah, das ist doch toll. Ja, das ist echt toll. Ist fast... Das ist ein weirder Spawn heute. Ja, perspektivisch willst du natürlich das Haus eigentlich auch wieder an den linken, ne? Anschließen da. Ja. Wenn das rund wird, auf jeden Fall. Ach, du meinst dann direkt so, oder was? Mhm. Perspektivisch. Ja, obwohl beide eigentlich rund ganz okay wären für mich. Also die quadratischen haben den niedrigsten Bedarf und die werden dann zu Kreisrunden, die haben dann mehr Bedarf. So, wir müssen natürlich auch immer... Das ist echt fies, dass der einem nie sagt, wann er erweitert. Mhm. Die Map. Weil dann wird man manchmal so auf dem falschen Fuß erwischt und hat Bereiche noch nicht gewurstet, die eigentlich gewurstet hätten sein müssen. Ja, dann stand man auf einmal auf dem Gas, obwohl man eigentlich bremsen wollte, ne? Ja. Oder andersrum. Oder andersrum, ja. Schön Kupplung mit Bremse verwechselt. Gefährlich. Ist dir das schon mal passiert? Ja, eigentlich nicht. Okay, gut. Danke. So, wie können wir jetzt hier eine Vierer verhindern? So, ne? Ja. So. Ich weiß nur noch, dass mein Fahrlehrer damals sehr ängstlich war immer. Ich fand das immer ein bisschen witzig. Weil da muss man dann ja einmal eine Vollbremsung machen und der war so panisch, der hat so geschwitzt an dem Tag. Und ich dachte mir so, wenn du Angst hast vor Unfällen, darfst du kein Fahrlehrer werden. Ja, das stimmt.
Oder vielleicht doch, vielleicht müssen die ganz vorsichtigen. Okay, jetzt sind wir plötzlich bei Blau, Hellblau schon drin. Aber auch, wie schnell? Naja. Na, hier wollen wir spawnen, ne? Ja. Da müssen wir nicht wursten. Hier Blau wollen wir da, Rot wollen wir da. Hier natürlich umwursten. Was man gar nicht haben will, sind zwei Kaufhäuser direkt nebenan, angrenzend. Das ist ganz, also so über Ecke geht's. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Bedarf. Aber finde ich nicht so schlecht. Finde ich nicht so schlecht. Was sagt der Chat? Weniger Wursten, schreibt Felix Penzi. Ja, der, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nicht genau, ob er es nicht vielleicht doch studiert hat. Das müssen die Leute halt immer sagen. Ich finde, eigentlich sollte man im Chat, ja, genauso wie bei Briefköpfen, immer so den Schulabschluss noch dazu schreiben. Okay, das ist natürlich... Wie konnte der da spawnen, Mann? Ich dachte, das wäre gewurstet. Alter, da hat er sich hier reingesneakt. Ja, aber du hast ja nicht unterhalb der Straße was gemacht. Ach, fuck you, ey. Das ist jetzt echt... Ja, das ist eine Katastrophe. Ja. Oh, Mann. Ja, da kommt man halt nicht durch, so. Ja, dann bin das doch... Ja gut, da müssen wir jetzt halt einfach auf weiteren Spawn hoffen. Ja. Hier muss Blau Petrol spawnen, ansonsten ist es vorbei. Weil das kann nicht, das geht nicht. Das ist ein Witz. Shit, ey. Petrol, ja. Restart. Fuck. Das ist wirklich kacke. Also jeder darf kein Kaufhaus spawnen. Fuck. Mann, man muss einfach nur Abstand zwischen Häusern und Kaufhäusern schaffen. Es ist nicht so schwer eigentlich. Man muss wirklich einfach nur gucken, dass die nicht zu nah aneinander spawnen. Das war's dann eigentlich schon. Ja, also es ist wirklich... Und das ist ja auch maximal scheiße. Mit Petrol jetzt. Ja. Mann, es hat doch immer 6 Minuten Delay, immer der Crap. Sophie wär so böse auf uns. Ich glaube, der Sophie-Moment wird ein Massaker. Also Petrol kriegt langsam richtig Bedarf, Lorentin, ne? Ich sag's nur. Ja, wenig überraschend. Da können wir dem einfach hier so eine... Komm. Ja, Petrol braucht Autobahn. Schreibt auch Homo Sapiens. Müssen auf Autobahn hoffen. Ach du Scheiße. Du hältst auch gar nicht mehr an, ne? Hast du dir vorgenommen, diese Runde gar nicht anzuhalten? Ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung verloren, um sehr ehrlich zu sein mit dir. Ehrlicher als sonst. Mhm. Kannst du nicht zum Beispiel dieses Kaufhaus hier... Oh Gott. Vor allen Dingen... Die fahren jetzt trotzdem da unten lang, ne? Ja, das ist alles beschissen, ey. Das ist echt zum Kotzen. Mann, dieses eine scheiß Petrol-Ding. Stell dir vor, das wäre eins weiter rechts gespawnt. Du kannst dir den verbinden, easy. Mhm. Ja. Wir kommen nicht mehr auf 500, Fabian Krane. Wir werden wirklich schlechter. Scheiße. Aber vielleicht passiert ja jetzt noch irgendwas Glorreiches. Ey, ohne Witz, allein sowas, dass drei hier zusammen sind, darf ja nicht passieren. Das darf alle. Komm, das ist eine Reinkommerrunde, das passt schon. Das darf nicht passieren. Jetzt lass uns aus diesem Debakel versuchen, so viel zu lernen, wie es geht. Ja. Zwei Häuser ist, muss schon die Alarmglocke laut schrillen. Mhm. Da muss schon das Blinklicht wirklich am Armaturenbrett wirklich
rapide anfangen zu blinken. Der Anfang war zu gedrungen. Ich meine, die Grundsätze sind echt nicht so schwer. Kaufhäuser müssen weit voneinander entfernt sein. Es darf nicht zu nah aneinander geklumpt sein. Deswegen wursten wir mit Stolz. Genau. Da muss gewurstet werden, das muss gewurstet werden, das muss alles besser werden. Ja, und was? Wie hätten wir jetzt das verhindern müssen? Also dieses Petrolkaufhaus da dran? Ja, da hätten wir einfach sehen können, weil, okay, ein Kaufhaus ist ja 3x2. Ja. So. Es kann aber anscheinend spawnen, wenn sowas hier besteht, ne? Ja. Bist du noch da? Hallo? Bist du noch da, Florentin? Hallo? Bin ich da? Ich höre dich. Hörst du mich? Ich kann nicht steuern. Doch, geht. Alles cool. Alles gut. So, denn anscheinend kann ein Kaufhaus spawnen, wenn sowas hier ist. Ja. So, gut, das ist jetzt hier offensichtlicher, weil das abgerundet ist, die Ecken. Aber das kann spawnen. Das heißt, das verhindert den Spawn nicht. Das heißt, Kaufhäuser sind ja 6x6. Ja. 2x3. 2x3. Das heißt, man muss eigentlich... Ich glaube, diagonal ist gar nicht so gut. Man muss das machen und dann ist dieser Bereich verhindert und dann das. Hä? So, das ist, glaube ich, ja, das ist, dann hat man. Florentin, was? Dann muss man noch hier. So. Ja, und jetzt steigen wir wieder ein, ne? Ja, Petrol ist halt, ja gut. Ich glaube, die Runde ist durch. Ich meine, vielleicht ist es sogar klüger, das hier über das zu verbinden. Ist die Lehre nicht von diesem roten Ding einfach, dass wir an so Hauptschlagadern verhindern müssen, dass da direkt ein Kaufhaus dran spawnt? Dass man ja, die auf jeden Fall. Doppelt absichern muss. Wir konzentrieren uns zu sehr auf die Wurst und vergessen den Hotdog. Genau. Wir brauchen das, die Hotdog-Technik. Okay. Ich glaube, es ist wirklich so leicht. Es ist wirklich extrem leicht. Mhm. Das Spiel ist ein Witz. Ich glaube, das Spiel ist das leichteste Spiel, was ich kenne. Dieses Spiel ist lächerlich. Warum sind jetzt eigentlich hellblaue auf der Autobahn? Was ist eigentlich euer Scheißproblem? Achso, weil das ist ja stimmt, ja. Interessant. Ich sehe die Verbindung nicht. Achso, da war mal eine Verbindung, okay. Mhm. Ja, aber das müssen wir doch jetzt nicht bis dahin rauszögern, Florentin. Du kannst das doch jetzt neu anfangen einfach, oder? Gut. Alles klar. Leute, jetzt aber. Jetzt zählt's. Neustart. So. Neustart 2020, sag ich. Direkt Verwurstung. Ich glaube, da für die Ausfahrten ist ein Diagonaler ganz gut. Ja. So, aber jetzt auch diese Straße schützen, oder nicht? Ja, aber komplett, oder was? Nee, so, dass kein Kaufhaus dran spawnen kann. Genau. So, wir müssen immer, wenn zwei Häuser nebeneinander sind, direkt Häusereien verhindern. Ja. Das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Da dürfen wir gar nicht mehr nachdenken. Mhm. Das muss wieder Schulterblick werden. So wirklich immer, wenn man abbiegt, immer Schulterblick. Muss wieder Schulterblick werden, man macht es in der Fahrschule danach nie wieder. Nein, das macht man beim jedem Abbiegen, Fabian. Ja, stimmt. Wenn du einmal einen Fahrradfahrer umgenietet hast, willst du das danach nie wieder missen. Das stimmt. Also den Schulterblick. So, siehst du? Okay. Aber in der Theorie hat das doch jetzt funktioniert, auch wenn es doppelt rot ist. Aber es hat verhindert, dass an der Straße ein Kaufhaus gespawnt hat. Ja, absolut. Absolut.
So, Häuser rein verhindern direkt, mitgedacht. Mhm. Zack, kleines Nasengesicht, wunderbar. Mhm. Ja, jetzt wird das was. So, jetzt müssen wir nur gucken. Hier hinten will ich auch kein Kaufhaus haben eigentlich, ne? Nee. Weil du sonst nämlich wieder von der Seite auf die Seite dann irgendwas shiften musst und das geht nicht. Ich will eigentlich das Kaufhaus möglichst weit links haben, weil rechts ist jetzt halt sehr rotlastig, ne? Ja. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, die anderen Farben eher nach links zu drängen, dann ist es ja gut. Ah, Gott, diese Drecksausfahrtrichtungen, ey, das ist echt. Ja, du kannst ja. Florentin, warum ist das jetzt da gespawnt? Ja, ist doch egal, Florentin, hallo. Ist doch gar nicht so schlimm. Du kannst die rote Straße doch ein bisschen weiter südlicher verlegen. Ist doch alles gut. Aber haben wir da nicht gehotdoggt? Bin ich komplett bescheuert eigentlich? Ja, stimmt eigentlich. War da nicht ein Hotdog? Also jetzt wird's gruselig. Warte, ich guck mal ganz kurz. Also entweder habe ich... Das ist ja schon merkwürdig. Ey, was geht? Komm schon, Internet! Internet. Oh, das... Ja, das konnten wir aber jetzt nicht verhindern, ne? Da, Häuserreihe. Gelb und rot. Ja, hab ich ja. Ach so. Da. Genau. Och Mann, Internet. Schade. Dienstag. Ja, alles, es ist alles nicht so furchtbar. Der Abstand ist meistens noch gewahrt. So. Mhm. Wenn jetzt hier vielleicht gelbe Häuser spawnen, dann können wir die rote eher unten rumlegen und die gelben hier ran verbinden. Vielleicht sollte ich das hier auf ein Minimum reduzieren, dass wir nur ein Kaufhaus. Aber da darf auf keinen Fall ein Kaufhaus an die Straße. Absolut, absolut. Nee, geht nicht. Geht momentan nicht. Okay. Gut. Ich hab fucking Paranoia vor Häusereien. Willst du nicht hier direkt an der südlichsten roten Haus da irgendwie noch verhindern, dass da ein anderes Haus spawnt? Wo? Mach erstmal blau. Kannst du nicht. Naja, es ist Freitag, ich krieg gleich neue Häuser. Ja, perfekt. Rechts. Warte mal ganz kurz, was ist mit dem Gelben hier? Ja, bind an. Kann das ran? Ja, komm. Ah Mann, wo nehme ich Straßen her? Nee, hier ist eine Häuserreihe, Mann. Ich muss kurz warten. Mhm. So, und in Rot ist ein Kreis geworden. Ja, das kriegen wir alles hin. Ja. Ich würde die einfach auswechseln, dass das Quadrat 1 kriegt und der kriegt 3. Kein Problem. Ja, finde ich gut. Easy peasy. Lemon. Ist gleich Sonntag. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay, wir haben richtig viele Straßen. Nice. So, hoch. Runter. So. die braucht's nicht mehr, die Verbindung. Gelbe Verbindung über hier. Jetzt aufpassen. Was ist jetzt mit Blau? Weil eigentlich ist ja, wäre das besser, wenn wir das zu einer gelben Straße machen könnten. Mhm. Und jetzt vielleicht eher ...
Ja, hier rum. Mhm. Ist, glaube ich, nicht, ist besser. Exklusivität ist es zwar nicht das höchste Gut, das es gibt auf dieser Erde. Das ist Liebe. Aber ganz es ist kurz. Immerhin, es ist immerhin. So, hier ist jetzt ein Sechser entstanden. Ja. Wegwursten. Da wollen wir auf jeden Fall roten Spawn haben. So, wo wollen wir weitere Kaufhäuser haben? Hier rechts, unten? Ja. Oder eher links? Naja, schon rechts unten, weil wir haben hier, wenn dann hier irgendwas spawnt in der Mitte, dann können wir die Häuser da verbinden nach rechts. Also könnten wir schon zulassen, finde ich. Also eher rechts als links, sagst ja. du? Ah, ich würde aber, guck mal, ich würde die Straße unter den beiden blauen Häusern, ne? Würde ich eine Straße bauen? Ja. Ne? Weil wenn Sehr du da gut. durch musst... Ja. Ja. Okay. So, Häuser rein. Ja, hier. Gefährlich. Gefahr, Gefahr. Würde ich da mal direkt abklemmen, damit hier wirklich nichts spawnt, weil dieser Durchgang ist, glaube ich, echt wichtig. So, soll hier oben noch, ich glaube hier oben, na gut, da können jetzt zwar momentan noch keine Kaufhäuser spawnen, aber langfristig ist das vielleicht was. Damit wir nicht jetzt das übersehen und dann plötzlich ploppt da eins hin. Mhm. Ja, das kannst du erstmal so lassen, du musst es ja nicht unbedingt anbinden. Ja, oder so. Oh, nee. Vielleicht wird es auch gleich zum Kreis. Mhm. Ja, das eine hellblaue da unten ist halt vielleicht ein bisschen überfordert. Ja, passt doch. Was ist, wenn du doch wieder gelb anders machst? Dass du die drei Häuser da oben, die drei roten Häuser einfach dem Kreis gibst? Und das Kappe? Ja. Ja, ist vielleicht nicht dumm. Die drei hast du gesagt. Ach so. Du kannst den wieder nach oben legen, ja, genau. Und den dann über den, oder wie? Nee, den brauchst du noch nicht mal unbedingt. Was denn noch da? Aber ich brauch doch einen für das Quadrat hier. Ja, da könntest du theoretisch jetzt auch die drei unten da irgendwas holen. Den zum Beispiel, ja. Okay. So, jetzt ist hellblau hier ein Kreis geworden. Hm. Wie gehen wir damit um? Ich würde einfach einen hier runterlegen, aber eine bessere Verbindung haben wir gerade noch nicht. Nee, und kapp da mal die Verbindung zwischen Rot, hier rechts bei dem blau, hellblauen Kaufhaus. Ja? Yeah. Ja, da musst du die rot. Siehst du, da fährt ein roter Wagen jetzt runter. Das müssen wir verhindern. Genau. Ja. Ja. Ich meine, jetzt können wir den eigentlich auch anbinden hier, ne? Mhm. Achso, nee, jetzt. Ach nee, ist ja, jetzt siehst du, jetzt können wir nicht mehr anbinden. Ja. Ja, ja gut, der kriegt jetzt einfach halt eine Masse, ne, über Distanz. Mhm. Ja gut, soll er halt, ne? Perspektivisch könnte man dann da über eine Autobahn nachdenken, ne? Ja, aber das sind die Hellblau und das sind Konrad-Kunden, die fahren auch mal eine Strecke und für ihren Verteiler. Für ein Relais. Ja. Ja, schon wieder Freitag. Ja, guck. Masse, komm. Sagt der Chat. Das ist echt ein übles Chaos. Wirklich? Ich finde, es geht. Felix Pansy, rote Exklusivität wiederherstellen. Oh, herrlich. Guck dir diesen Petrol an. Ja. So, jetzt hier einfach Massephase. Und Petrol zweiter. Mhm.
Ich meine, da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass er früher oder später Kreis wird, würde ich den schon mal niedrig halten. Mhm. Und dann können wir ja gucken, ob das den Hellblauen zu sehr abknapst. Und wenn ja, dann kriegt er einfach noch mehr Häuser. Ja. Was ist mit... Achso. Ja, da kannst du mal so ein bisschen aufräumen, genau. Das kann eigentlich alles weg, ne? Ich meine, hier würde ich weiterhin natürlich die Wurstung aufrechterhalten, ist klar. Ja, das kann man nicht genug wursten, so diese Ausfahrten, glaube ich. Ansonsten, ja, Petrol passt. Vielleicht kann man hier wirklich noch einen anschließen. So einfach. Häuser rein natürlich abchecken, klar, kein Problem. Unten die Straße, da willst du auch nicht, dass da ein Kaufhaus dran spawnt, oder? Ein Kaufhaus bauen. Bitte? Also du meinst jetzt schon mal vorarbeiten? Ja. Das ist dein Wort, ne? Perspektivisch. Ja. Dominik Geisker schreibt, gleich die Insel mit Straßen vollhauen, wenn die kommt. Hm. Komisch. Haben wir noch nie drüber geredet. Du meinst so vollhauen, dass da auch keine Häuser spawnen? Ja, oder so verstehe ich ihn, ja. Ja, das geht ja nicht. Da musst du ja wirklich jedes Feld belegen. Geht. Oh, Petrol ist ein Traum. Wir haben bis jetzt erst ein Petrolhaus, ne, jetzt zwei nicht angebunden. Das ein bisschen im Auge behalten. So, kann man das hier frei halten? Oh, hier ist eine Häuserreihe denkbar. Ja. Hier ist eine Häuserreihe denkbar. Willst du da ein Kaufhaus ganz im Osten? Am Wasser? Neben dem Hellblauen? Nee, ne? Ja, jetzt können wir mal so ein bisschen gucken, wo Kaufhäuser möglich wären. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da gleich halt im Süden irgendwas passieren wird und wir das dann ja mit dem Norden verbinden. Ja, im Norden halt könnte viel Grün entstehen. Ja. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr Abstand gewinnen einfach. Vielleicht ist... Ja, und Grün wird wahrscheinlich hier in die in die Lücken auch rein, ne? Die Häuser, das? Ja. Häuser ist ja okay. Ist das okay, weil wir haben ja gar nicht die Straßen, um das zu verbinden. Ja, aber solange hier die Felder offen sind, passt. Ja, okay, gut. Straßen. Aber Straßen kriegen wir. Ja, okay. Ja, aber gut, kann schon sein. Ja, ist ein langsames Spiel heute, aber ich find's nicht schlecht. So, Petrol ist ein Kreis. Direkt ja, dran. Anbindung. Keine Engpässe entstehen lassen. Sonst rennen die Leute wieder los und kaufen alles leer. Ja. Aber sieht nicht so doof aus eigentlich. Ich hab wirklich, also dieses Wursten kostet halt schon echt Straßen, ne? Das ist echt... Mhm. Da haben die Wurstkritiker natürlich schon einen Stein im Brett. So, AB ist parat. Südspawn nicht möglich, Nordspawn möglich. So, jetzt wirklich hier Kaufhaus verhindern. Oh, hier kommt ein interessanter Hinweis. Kannst du kurz anhalten? Ist gerade reingekommen? Ja, und zwar... Du kannst, Torosso 46 schreibt, du kannst Hellblau, kann um das Petrolhaus herumfahren. Das stimmt aber nicht. Aber du kannst, genau, um das kleine Petrolhaus kann Hellblau rumfahren. Dann kreuzen die sich nicht die Straßen. Da, genau. Zack, zack. Zack. Ja, gefällt mir richtig gut. So. Ja, weil die Nähe ist super wichtig. Ja. So, neues Hellblaues. Und da... Ja, ich würde sagen, zweite hellblaue Bahn. Ja. Exklusivität schaffen. Finde ich stark. Reichen zwei? Ja, ich würde jetzt dem Kreis nicht so viel wegnehmen, erstmal.
Stark. Was ist denn hier mit Rot? Braucht Rot noch... Ah, guck mal, ich glaube, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr um Rot kümmern. Nice. Ich glaube, Rot braucht hier noch ein... Zweites Haus, der könnte gleich zu einem Preis auch werden. Petrol. Alter, Petrol! Stark. Das brauchen wir gar nicht. Okay, Spawn Süden möglich. Mhm. Sollen wir jetzt hier verhindern, würde ich schon sagen, oder? Ja. Hast nichts mehr? Ja. Perspektivisch schreibt auch Fatboy 868 und Gelb auch. Also Gelb sind nur zwei Häuser angebunden. Wir haben aber mehrere schon auf dem Feld. Das könnte zu einem Problem werden. Mehr. Oder willst du erstmal noch warten auf einen anderen Spawn? Ich muss hier dringend Abstand halten. Wo diese Diagonalen bringen nichts, weil das Kaufhaus könnte jetzt hier spawnen. So muss es eigentlich sein. Gelb sagst du. Mhm. Kriegt gerade richtig Snackbedarf. Ja, sehe ich aber gerade nicht wo. Wo? Siehst du was für Gelb? Naja, oder du bindest halt wieder dieses... Umrum. Ja, das wird zu lang dauern. Oder du machst jetzt hier mal die Exklusivität los und bindest dieses kleine... Nee, ich glaube, obenrum geht. Wenn wir die Straßen hätten, ginge obenrum. Ja, aber viel zu lang, Florentin. Nimm doch hier bei Rot das Gelbe noch mit dazu. Das, genau. Schnellste Verbindung. Durch den durch. Nee, obenrum. Obenrum. Ey, der blockt vier rote Häuser für den Kreis. Das kannst du nicht machen. Du meinst so? Ja. Es geht nicht. Der blockt vier Häuser. Jetzt Achtung, aufpassen. Halt mal ran. Geht nicht. Geht nicht. Halt lieber mal an, Florentin. Ja, ich habe keine Straßen. Eine. Nee, also sorry, ganz kurz. Ich will es dir erklären. Ja. Das ist ein Kreis. Der ist wichtig. Ja. Mit diesem einen gelben blocken wir vier rote Häuser. Der muss diese ganze Straße belegen. Wir blocken vier rote Häuser für einen Kreis. Das ist es nicht wert. Du, ein Haus für ein Quadrat blockt vier Häuser für einen Kreis. Das ist kein Verhältnis. Das geht nicht. Da ist es doch, viel besser, den gelben oben rumzulegen oder zumindest den gelben hier unten rumzulegen, damit er nur ein Haus blockt. Ja, da lasse ich mir reden. Okay, das sehe ich ein. Okay, ja. Jetzt ist die Frage, was hier oben mit Gelb ist. Da musst du rein. Wollen wir nicht kurz noch auf Straßen warten? Ja. Aber der Spawn ist okay. Der ist okay. Gut Abstand, kann man gut anbinden. Wunderbar. So wie man es will. Ich nehme die Straßen jetzt. So, pass auf. Jetzt machen wir das ganz entspannt. Mhm. So. Stark. So, das hellblaue Haus kannst du noch irgendwie anbinden? Ja. Ja, die Frage ist, gibt's... Wo ist der Wurstbedarf gerade? Gibt's noch eine Möglichkeit für Gelb? Mhm. Ja, wir müssen die Möglichkeit auf jeden Fall ja. Hier oben rum. Das musst du auf jeden Fall offen halten, dass wenn da irgendwas spawnt. Weißt du, was ich meine? Falls es zum Kreis wird, oder was? Ja. Nee, warte mal. Ich glaube, das ist jetzt ganz schlecht. Das hackt jetzt direkt in die Einfahrt rein hier. Das ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, so ist es besser. Jetzt sollte das gelbe Haus nur ein rotes Haus blocken. Mhm. Darf unten rechts ein Haus, ein Kaufhaus spawnen, schreibt Rare 1402. Ich habe da ehrlich gesagt immer nicht
so ein großes Problem damit, aber wir können es gerne verhindern. Aber anscheinend gibt es da Leute, die, die da penibel drauf achten. Ich habe ja jetzt eher Angst davor, dass gleich irgendwo grün spawnt und dann überall irgendwo in den Lücken die kleinen Häuser. Ja, aber wäre das so schlimm? Ja, dass wir sie halt nicht richtig angebunden bekommen. Ja, wir haben Platz zwischen, wir haben echt guten Platz zwischen den Kaufhäusern. Wir haben keinen direkt nebeneinander. Was ist mit AB für hellblau und die gelben mit anbinden? Schreibt Heiner 889. Da ist noch eine Autobahn, ne? Ja, aber weder gelb noch hellblau machen Probleme gerade. Also ja, ich weiß, perspektivisch, unser neues Lieblingswort. Mhm. Krasse Häusereien hier oben entstanden. Das ist eigentlich unter einer vernünftigen Wurstaufsicht dürfte das nicht passieren. Oh, hier ist noch rot. Okay, passt mir gut. Ja, ich glaube, wir können hier bei Hellblau auch wieder ein paar umbinden, weil das hat hier kaum Bedarf hier oben. Jetzt struggelt Petrol. Vielleicht sogar... Das noch. Nee, hey, aber Pit, warum bist du mit Petrol? Nee, ist Petrol, sorry nicht. So, ich würde sagen, wir kommen gleich an den Punkt, wo es spannend wird. Ja, nämlich. Sophie-Punkt. So, genau jetzt. 500. Ihr dürft entscheiden, geht es weiter mit dieser Runde oder sollen wir neu anfangen? Ausrufezeichen MM, Leerzeichen Ja für weiterspielen. Ihr habt eine Chance, ihr seid die Besten. Oder Ausrufezeichen MM, Leerzeichen Nein für neu anfangen. Das wird nichts mehr. Flonsi, was sagst du denn selber? Ich bin guter Dinge, tatsächlich. Ich bin guter Dinge, wir haben eine AB ungenutzt. Ich würde sagen, wir haben gute Abstände zwischen den Kaufhäusern und wir haben viele Optionen offen. Mhm. Aber ich will jetzt auch niemanden manipulieren. Ne? Ist ja klar. Sieht aber gut aus, oder? Würde ich sagen. 82%, ja, sehr gut. Let's go, go. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Ich verspreche es, verantwortungsbewusst umzusetzen. So, genauso wie ihr verantwortungsbewusst fahren sollt, nämlich ohne zu trinken vorher. Don't drink and don't drive, merkt es euch. Naja, das stimmt nicht so ganz. Drink or drive, würde ich sagen. Also, wenn du sagst, don't drink and don't drive, das kennst du noch? Kennst du noch? Da werde ich meine Grundrechte zu sehr beraubt. Ich würde sagen, don't drink or drive. Kennst du noch aus dem Matheunterricht diese hinreichende und ausreichende Bedingung? Oh ja, dieser Hügel nach oben und dieses U. Ja, toll. Aber keine Ahnung, was ist. Ja. So, hier will ich keinen Spawn haben. Hier will ich auch keins haben. Blaue Haus da, direkt mitnehmen. Für Kreis vielleicht mal. Gefällt mir. Gelb, geil. Gelb, geil. Häuser rein verhindern. Mhm. Ja, wo wollen wir spawnen? Wir könnten hier unten halt den Spawn noch weiter verhindern im Süden. Ja, aber... Wo wollen wir das? Ich glaube nicht. Es ist echt immer eine schwere Frage, wo man Spawn haben will. Das ist echt eine viel schwierigere Frage. Aber eigentlich reicht es ja erstmal, die Frage zu beantworten, wo man... Was? Da hält Petrol oben im Norden. Das brauchst du aber. Das heißt, du musst es irgendwie anbinden. Warte. Wie, was ist jetzt hier passiert? Da ist Petrol gespawnt, direkt neben dem Kaufhaus. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich nehme das, leg das hier oben rüber. Okay. Und ignoriere das. Ja, aber leg es dir perspektivisch dran, falls es zum Kreis werden sollte, ne? Ja, okay. Petrol muss noch angebunden werden. So, hier wollen wir jetzt bitte keinen Spawn haben. Mhm. Aber ja, gut, gutes Auge. Was ist mit Rot?
hier unten. Könnte man wegnehmen, ja. Dann hast du auch nicht mehr. Jetzt kannst du gelb. Jetzt kannst du auch gelb exklusiv machen. Ah, nee, oder so, ja. Ja, pack das Rote noch da dran, das ist gut. Einfach dran klatschen? Ja, einfach dran klatschen. Ja, das stimmt. Das Rot hat einen relativ langen Weg. Das wird nicht oft hier blockieren. Auch wenn es alle. Na, nicht ganz alle gelben. Wow. Stark. Stark. Alter, Petrol, Mann, da geht gar nichts. Du hast jetzt das untere rote Haus jetzt an beide Kaufhäuser angebunden, ne? Ja. Ja, sehr gut. Wie fucking hungrig Petrol einfach ist. So wirklich, wir sagen das bei jedem Mal, aber es ist einfach krank. Vielleicht ist es sogar gar nicht so gut, die entfernten Petrol anzubinden. Doch, aber Florentin ist doch unabhängig davon. Ja, aber es ist doch besser, dass der hier häufiger fährt. Naja, stimmt schon, solange rot ist, fordert er alle an. Ja. Können wir da nicht nochmal jemanden klugen ransetzen? Also du sagst, wenn der angezählt ist, alles anbinden. Ja, da muss alles ran. Aber das wird jetzt auch. Pass mal auf. Da kommt richtig was zusammen. So, der struggelt. Ich glaube, da können wir den anbinden. Ja. Das ist das scheiß Problem von Rot, Mann. Okay, Autobahn. Ja. Gibt's eine coole Autobahn, die uns bei zwei Farben hilft? Ich glaube, Petrol brauchen wir uns um Autobahn nicht zu sorgen, das ist alles in der Nähe. Bleibt noch hellblau, gelb und rot. Rot ist eigentlich auch alles relativ nah da. Das Einzige wäre jetzt halt hellblau von diesem riesen Cluster hier rüber. Aber ja. Es ist so viel besser. Aber ich meine, klar, die fahren auf der Autobahn schneller, aber das ist wirklich der einzige Vorteil. Die haben freie Fahrt hier hoch. Die brauchen keine Autobahn dafür. Ja, aber das scheint ja wohl gerade ein eklatanter Nachteil zu sein, dass die so lange brauchen. Also. Nee, aber jetzt, sorry, wenn du jetzt von hier bis hier eine Autobahn machst, das hat fast keinen Effekt, würde ich sagen. Der Vorteil einer Autobahn ist doch, dass du über andere Straßen hinweg deine Verbindungen bauen kannst. Und das ist ja hier nicht nötig. Naja, aber es ist ja einfach de facto Zeit, die sie in Anspruch nehmen, um dahin zu fahren. Die Zeit, die du verkürzen kannst, weil dann können sie öfter hin und her fahren. Ja, aber dafür wirklich eine Autobahn? Du hast zwei, Florentin. Ja, aber wenn die einmal gebaut sind, dann kriegt man die nicht mehr so schnell weg. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir bei wirklichen Notsituationen damit eingreifen. Und was ist das scheiß Problem von Petrol? Wirklich, fuck you, Petrol. Also eine Autobahn brauchen wir auf jeden Fall perspektivisch für grün. Wenn da im Norden. Okay, kannst du mir versprechen, mit dem Wort perspektivisch einfach ein bisschen mehr zu rationieren? Geht das? Einfach einen kleinen Deckel drauf. Okay. Nein, alles gut. Ich finde, es gibt schlimmere Wörter als rational. Absolut, als perspektivisch. Absolut. Okay, jetzt haben wir hier einen Petrolhaufen. Ja. Warum nicht? Das ist doch eine Notsituation jetzt, oder nicht? Ja, aber das darf doch nicht sein. Na. Ja, ich kann es dir auch nicht erklären, aber ja. Ja, es wäre mega ärgerlich, jetzt Petrol zu verlieren. Ja. Aber tatsächlich hatten wir sonst oft in solchen Situationen auch schon ein weiteres Petrolkaufhaus. Von daher, vielleicht okay. So, jetzt, gelb. Ja. Aber was ist mit Rot? Warum klappt Rot nicht? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 in nächster Nähe. Ich glaube, wir brauchen wieder eins hier hoch. Das ist jetzt halt so ein bisschen Micromanagement. Ja. Petrol anbinden? Alter, genau. Petrol wird so überfucking flutet, Mann. Gelb, kannst du das Haus jetzt anbinden? Weil das ist zum Kreis geworden, oben. Ja, sehr gut. Da haben wir uns die Perspektive offen gelassen.
Findest du, das sieht ein bisschen aus wie eine Nase hier? Ja. Hier ist die Stirn und hier so eine extravagante Frisur. Ja, ja. Und hier die Zunge. Sieht so ein bisschen aus wie Donny O'Sullivan, finde ich. Ja, stimmt. Warte mal ganz kurz. Florentin! Wieso? Ja, geil! Okay, ich glaube, wir müssen rot retten. Und zwar würde ich vorschlagen... Mit einer Autobahn? Was hältst du denn davon? Was ist denn mit einer rot-hellblauen Autobahn, die in beide Richtungen funktioniert? Achtung, Vorschlag. Mhm. Wir binden hier alles an. Mhm. Und machen jetzt eine... Nee, wir binden nicht alles an. Wir binden nicht alles an, oder? Nee. Nee, das machen wir nicht. Hellblau und rot verstopft jetzt total gegen Petrol, schreibt Altarak. Was meint er denn damit? Jetzt warte mal. Nee, bitte mach das nicht. Ja, ich überlege gerade, weil guck mal, hier ist rot und hier ist Rotbedarf. Hier ist Hellblaubedarf. Kann man hier nicht irgendwie eine Autobahn bauen, die in beiden Richtungen Sinn ergibt. Sodass wir diese roten eher an das anbinden können und diese beiden, vielleicht sogar diese drei. Ja. Vor allem. Ich glaube, wir brauchen erstmal hier oben noch mehr für dieses hellblaue hier. Ja, und jetzt wird doch eigentlich theoretisch eine Autobahn interessant, oder nicht? Ja. Aber dann haben wir jetzt wieder für rot. Ich glaube, vier brauchen wir nicht. Drei reichen, glaube ich, für ein Quadrat. So. Und jetzt ist die Frage, wie baut man jetzt diese Autobahn? Was ist mit... Hier jetzt mal nur, wir können es ja sofort wieder löschen. Jetzt mal nur als Ansatz. Mhm. Ja. Nee, aber eigentlich bräuchte das hier eher Hilfe, ne? Ja. Jetzt musst du es aber unten trennen, da, ne? Links unten. Ja, jetzt warte mal. Und jetzt kriegen alle hellblau... Ja, das trenne ich. Und jetzt... Naja, das vielleicht nicht. Und jetzt fahren hier alle hellblauen mit der Autobahn. Jetzt musst du es da aber noch trennen, bevor du auf Go gehst. Bei den links, bei den zwei roten Häusern. Genau, da die Schwelle zwischen hellblau, genau, die musst du trennen. Aber ergibt das denn Sinn überhaupt? Ist das denn jetzt besser als vorher? Nee, Moment mal. Das muss schon... Ja, so, genau. So, ja. Aber wer kriegt diese beiden hier? Ja, der hier, der hat doch sonst nichts. Genau, so. Ja, und das kann man jetzt mal probieren. Also der Kreis hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Der hat 3, der hat 3. Der Kreis hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der Kreis hat 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir können dem noch
1 geben. Oben das Haus hast du abgebunden, das rote. Nee, das, genau. Ja. Okay. Hey, guck mal. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Und jetzt lassen wir die Nummer mal auf uns zukommen, würde ich sagen. Warte mal, ich überlege gerade, ob wir nicht gelb gerade ein bisschen verlieren. Weil wir haben halt hier unten 3 gelbe. Sollen wir hier nicht einfach noch eine schöne Landstraße ballern? Ja. Weil bevor die gar nicht angebunden sind und der struggelt. Ja, okay, ja, probier's mal aus. Ja, der hat einen langen Weg, den kann man schon kreuzen. Keine Viererkreuzung, niemals Viererkreuzung. Das Petrolhaus rechts und in der Mitte verstopft halt den Fluss der restlichen Petrolhäuser total. Welches Haus? Was? Schreibt Hydrophil Plays. Das Petrolhaus rechts und in der Mitte. Ach, das ist der Typ, der das Video gemacht hat. Ist im Chat. Okay, aber dann schreib bitte nicht nur Petrolhaus rechts. Da brauchst du mehr. Du meinst das hier, oder was? Das verstopft hier wegen der Einfahrt? Das weiß ich nicht. Das schreibt er nicht. Genauer bitte. Was ist mit Hellblau hier unten? Fuck, wir brauchen hier akut Hilfe. Shit. An diesen Karten. Fuck, Alter, der hier unten verreckt uns. Der verreckt uns. Fuck, 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 fuck. Ja. Obwohl alle verrecken. Ja, geil, Hellblau ist halt. Was ist hier los? Ja, ja. Meint ihr das hier? Ja, anscheinend. Weil es eine Vierer ist, oder wie? Aber du kannst ja nach links anbinden. Ja, aber das ist auch eine Vierer, oder? Ja, immerhin hat sich das gerade gelöst. Okay, Hellblau. Florentin, Hellblau. Ja, ich habe hier schon mehr angebunden. Da, Gelb kannst du noch dran ballern. Rot kannst du noch dran. Da ist gerade. Nee, das drüber. Ja, das. Aber du meinst aber hier anbinden. Stimmt, ja. Genau, und dann die Verbindung nach oben lösen. Wie? Nee, vom Rot, das Haus, was du gerade angebunden hast. Genau. Da, ja. Ich überleg, ob hier eine Kreuzung unvermeidbar ist. Ob es eine gute Idee ist. Probier's. Aber eigentlich struggelt Hellblau gerade mehr als das andere. Ist eigentlich dumm. Oh, wie kann das denn passieren? Ach, das darf nicht passieren, Mann, dass der hier spawnt. Warum, fuck, Mann, das darf echt nicht passieren. Scheiße. Hä? Ja, das geht nicht. Ja gut, das kriegen wir nicht. Fuck, Mann. Warum? Ey, wirklich, innen spawnen ist wirklich streng verboten. Das geht nicht. Und Gleichkreis. Ja, gut, das ist wahrscheinlich jetzt. Ja gut, dann müssen wir, glaube ich, hier direkt mit der Autobahn reagieren. Ja. Aber ist jetzt, glaube ich, auch egal. Aber immerhin sofort umgesetzt. Naja. Warte mal ab. Boah, hier ist der Mega-Petrolstau schon wieder. Mhm. Aber man kriegt das nirgendwo anders hingebunden. Doch, wenn du das rechte Haus nach rechts bindest.
Zack. Nee, doch nicht. Kann nur unten und links. Ja, machen wir jetzt nach unten, genau. Jetzt ist es ja nur eine Zweierkreuzung. Und macht ja, das hellblaue Fleck. Wieder hin und her schleusen oder was? Das ist jetzt die Idee. Nee, aber guck mal, jetzt hat es sich ja gerade ein bisschen gelöst. Geht nicht. Gelb ist wichtiger. Fuck, Mann, das hier unten ist das Problem, Mann. Scheiße. Ja, das bringt nichts. Ah, fuck, ey, das sind, ja, das ist so schwer bei diesen Dingen. Ja, gut, jetzt haben wir hier einen Stau auf dem Parkplatz. Leute! Hallo! Hallo! Oh Gott, weißt du, was das ist? Was ist das? Ja, weil wir die Autobahn abgebunden haben. Das sind Autos, die nicht mehr zurückkommen. Ach komm, ne. Ja, warum wird denn die Autobahn abgebunden, wenn die nicht zurückkommen? Das ist doch die Idee, dass man... Deswegen wartet man doch. Es ist vor allem alles egal, weil dieses Scheiß... dieses Scheißspiel. Oh Gott. Ey, ich mach das nicht mehr lang mit. Mann, ey, aber ich glaube, dass diese langen Dinger hier schon. Das ist okay, aber das Problem ist halt, die reagieren so extrem träge darauf. Wenn man jetzt hier was anbindet, dann muss der hier oben hingefahren ist, erstmal zurückkommen. Und dann sagt, ich bin ja anders angebunden. Und dann losfahren. Das dauert halt 5 Minuten. Ja. Leute, wir machen ganz kurz Werbung, erholen uns ein bisschen und dann probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Bis gleich. Fuck. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren, zu Mini Motorways, als wäre nichts passiert. Herzlich willkommen zur Folge, Flotin. Ganz wichtig, einmal auch mal aussteigen, strecken, kurz irgendwie ein paar Hampelmänner machen, kurz ums Auto laufen und dann wieder einsteigen. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir lassen mal nicht so viel an alten Lasten hängen. Nein, weiter geht's. Schön mit einem leeren Kofferraum, alles raus. Ja. Ich habe mir ein schönes Kaltgetränk ins Handschuhfach gelegt, bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Hast du dir wieder deinen Eistee gemacht, oder was? Nee, der war zu viel Aufwand. Da musste man immer 2 verschiedene Getränke im Haus haben, das war mir zu nervig. Aber heute Abend, Filmfights, hast du Bock, oder was? Ich hab Bock, ja. Ich freue mich schon drauf. Sind muntere Antworten dabei, sag ich mal. Allerdings, ja. Sehr spontane Antworten auch. Also ich muss jetzt bis dahin noch 4 Filme anschauen. Aber gut. Ich glaube, auf Netflix gibt es so eine 2-fache Geschwindigkeitsfunktion. Ne? Ja. Und dann sage ich immer, der Film hat mir nicht gefallen, weil der war irgendwie viel zu hektisch. Wer ist denn alles dabei heute Abend, Fabian? Antje, Tino und du. Das ist eine Top-Besetzung. Ja, ja, klar. Antje und Tino an einem Tisch, das ist interessant. Ja. Interessant. Oh Gott, oh Gott. Du wurstest sogar mit einer Dreierwurst? Dreierwurst, oder? Klar. Wow. Ich habe noch nicht den Sinn verstanden, aber vielleicht ist ja was Gutes. Ja, aber dir ist klar, dass 3 Felder kosten 2 Straßen, aber 2 Felder kosten nur 1 Straße. Ja. Ist das ein besseres Straßen-zu-Felder-Verhältnis, wenn du nur 2 Felder wurstest? Das stimmt, ja. Aber merkwürdig auch, ehrlich gesagt. Aber gut, so ist dieses Spiel nun mal. Wir müssen damit leben. Hier, gut. Konnte nicht spawnen, weil... Ja, gut, gut, gut. Du, die Wursttechnik funktioniert einfach. So, was sagt der Chat, Freunde? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Was geht ab hier? Antje ist OP. Ja, Antje ist schon echt hart. Das stimmt. Die kennt sich halt richtig gut aus. Die kennt halt mega viele Filme. Und Timo auch eigentlich. Tino auch. Tino ist aber auch... Also ich mag Tino, ne? Aber niemand weiß, woher der eigentlich gekommen ist, ne? Nee, aber ich freue mich sehr jedes Mal. Ja. Vor allem das gute alte Tino-Argument. Ich kenne den Film nicht, also kann er nicht gut sein. Hundertprozentig ja. Kommt er auch heute nochmal. Hundertprozentig. Was war mit Magic in den letzten Wochen? Gab keine Uploads. Ja, das war leider immer am Freitag an Feiertagen, glaube ich. Jetzt 2-mal in Folge war es an Feiertagen, also leider ungünstig. Aber keine Angst, Magic weiterhin jeden Freitag. Und heute war es auch und der Upload kommt. So, jetzt pass mal auf.
Ab die Schnauze voll. Vorschlag, wurstet doch erst ab der zweiten Farbe. Davor darf es ja spawnen, wo auch immer es will. Nein, es dürfen auf gar keinen Fall zwei Kaufhäuser direkt nebeneinander sein. Das ist ein riesiges Problem. Deswegen muss man immer wursten, damit nicht direkt ein Kaufhaus neben dem anderen spawnt. Das ist die Idee von Wursten. Weil so kann man immer noch zwischen den Kaufhäusern schön Straßen bauen, kann in beide Richtungen Ströme verteilen und so und ist flexibler. Genau das. Ich habe hier schon Exklusivität aufgehoben, Florentin. Ja. Weil wir probieren es jetzt einfach mal so. Ja, schönes Zitat auch von The Changeman hier im Chat von RTS Monochrome. Das ist Wissen, das in mir liegt. Das war auch einer meiner schönsten Zitate. Woher weißt du das? Das ist Wissen, das in mir liegt. Okay. Ah, sehr schön. Immer wenn ihr was begründen müsst, das ist Wissen, das in mir liegt. Ja, das ist halt, das produziert Druck mit einem, glaube ich, solche Argumente. Macht doch mal Minimalwursten und nicht alles. Ihr schadet euch damit immens fürs Late Game. Also ich glaube, wir müssen auch unsere Terminologie ein bisschen differenzieren, weil wir bezeichnen mit Wursten mehrere Techniken. Die erste Technik ist, die Ecken von Kaufhäusern zu umwursten, damit die nicht direkt spawnen. Alter! Es gibt aber auch das Wursten, das generell in Bereichen den Spawn von Kaufhäusern verhindern soll. Das sind aber eigentlich zwei verschiedene Techniken. Die muss man differenzieren. Es gibt einen zentralen Bedarf und der wird auf die existierenden Kaufhäuser verteilt. Ja, das wissen wir schon. Also es gibt pro Farbe einen Bedarf, der auf die Kaufhäuser verteilt wird. Aber natürlich auf die Kreise mehr als auf die Quadrate. Aber du würdest mir helfen, wenn du mir sagen würdest, warum du das schreibst. Schreibst du das, um zu sagen, man darf Kaufhausbau nicht verhindern, weil sonst mehr Bedarf auf die Kaufhäuser gelegt wird? Ja, in der Regel versuchen wir auch nie, Kaufhausbauen komplett zu verhindern, sondern zu lenken. Also eigentlich ist das ja kein... Also das ist natürlich die Strategie, die unser Zuschauer ausprobiert hat im Forum, Kaufhausbauen komplett zu verhindern, aber wir versuchen es ja eher eigentlich immer zu lenken. Und jetzt die Hotdog-Strategie, zum Beispiel jetzt unten, ganz im Süden, ist eine Straße. Wenn da direkt ein Kaufhaus transporten würde, wäre es ärgerlich. Deswegen kommt der Hotdog. Und eigentlich will ich hier dran auch nicht. Ja. Ja, das geht. Ihr hattet nur ein Petrolkaufhaus für zu lange Zeit. Deswegen ist das so explodiert. Ja, aber wir haben ja den Spawn von Kaufhäusern nicht per se verhindert. Also ist das ja nicht unsere Schuld. Sondern die des Spiels. Jetzt, Julia schreibt, Spawn lenken klappt aber nicht wirklich. Das verstehe ich nicht, weil wir können ja sagen, wenn du jetzt wie im Süden die einfach zubaust, dann muss es ja im Westen spawnen. Also, wir wissen nicht genau, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist das Grundproblem. Mhm. Wir wissen nicht, wenn das Spiel an einem Ort etwas spawnen lassen möchte, und da geht es nicht, wird dann dieser Spawn komplett ausgeschaltet oder spawnt es dann woanders? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das Spiel an einem gewissen Punkt keinen Platz für einen Spawn hat, dieser Spawn dann einfach nicht spawnt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Spiel muss ja gewisse Parameter abklopfen, wo was spawnen kann. Und wenn dann, da würde ja fast jeder Spawn verhindert werden. Ich glaube schon, dass er dann woanders spawnt. Es spawnt dann einfach nicht, schreibt HSKII1. Woher nimmst du dieses Wissen? Das ist Wissen, das in ihm liegt. Ja, das Wissen, das aber... Woher weißt du das? Ich meine, es kann schon sein, dass es dann einfach nicht spawnt. Ja, das kann schon sein. Weil vielleicht klopft das Spiel immer nur nach Häusern und anderen Kaufhäusern. Aber es muss ja auch die Straßen berücksichtigen. Die Punktezahl hat deine Vorstellung wohl ausreichend falsifiziert. Oh, jetzt wird aber sehr unsauber. Terminologisch. Weil du verloren hast, habe ich recht. Nee, mein Freund, so machen wir das hier nicht. Weil du behauptest ja gerade, weil ich verloren habe, habe ich aus dem Grund verloren, den du genannt hast. Es kann ja auch sein, dass ich aus ganz anderen Gründen verloren habe. Also so funktioniert es nicht. Da machst du es dir ein bisschen zu leicht. Weil ihr immer Lücken überseht, also lieber darauf achten, dass man durchkommt, wo man durch will. Also Kaufhäuser umwursten und wichtige Straßen. Ja, okay, gut.
Ja, dann Julia und ich, und wir sind ja auf einer Linie dann. Also Wursten und Hotdoggen. Inwiefern es Sinn ergibt, den Spawn komplett zu verhindern, ist die Frage. Okay. Ist der Spiel ohne Blocken wirklich nicht lösbar? Na, was heißt lösbar? Lösbar ist ohnehin ein merkwürdiger Begriff, weil ich glaube, um den Level zu schaffen, braucht man nur 500 Punkte oder so. Also lösbar, wenn du danach gehst, auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall gute Erfahrungen damit gemacht. Zumindest wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ganz unschönen Spawn verhindern können, indem wir wursten. Aber wie gesagt, wir sind sehr schlecht in diesem Spiel. Von daher können wir dir nicht weiterhelfen, wie man das am besten macht. Wenn du mehr Erfolg hast, ohne zu wursten, go for it. Go for it, schick uns einen Screenshot. Das mit Petrol wird doch jetzt schon nichts mehr. Nein, Leute. Warum? Aber warum? Ich will wissen, warum. Ja, weil der sich mit zu vielen anderen Farben die Straße teilt. Das sehe ich einer auch. Farbe. Mit einer Farbe. Mit Rot? Ah ja, gut, okay. Hellblau und Gelb sind nicht angebunden, ja. Ja, aber Rot ist ein Kreis. Ja, aber das ist nicht sonderlich schlimm. Die können fahren. Die können fahren. Und perspektivisch sehe ich hier auf der Insel auch noch ein paar rote Häuser spawnen. Und dann geht's ab hier. Okay, das kann sein. Wann kommt endlich die PC-Version? Wissen wir da ja nicht. Testet doch mal im Creative-Modus, ob der Spawn woanders stattfinden würde oder gar nicht. Immer nur genau einen Platz für ein Kaufhaus freihalten. Gute Idee. Das kann man machen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Creative-Modus gibt. Was? Oh, da ist aber jemand ambitioniert an Grün. Klar. Und auch hier, warum nicht? Zack, zack. Immer diese krasse Exklusivität müssen wir ein bisschen von weg. Tini akzeptiert nur Ratschläge, die seiner Meinung entsprechen. Nee, überhaupt nicht. Die Ratschläge müssen nur Sinn ergeben. Einfach nur zu akzeptieren, mein Ratschlag stimmt, weil du gerade verloren hast, das geht nicht. Aber es gibt ja wirklich einige Dinge, die noch offen sind bei dem Spiel. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass man mit diesem Spawn blockieren den Spawn verhindert, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann kein Spawn blockieren. Dann eigentlich nur Wursten und Hotdoggen. Das ist dann alles. Obwohl die beiden Techniken dann natürlich auch ineinander fließen, wenn Hotdoggen auch Spawn verhindert. Da muss man halt abwiegen, was ist schlimmer, Spawn verhindern oder Hotdoggen? Ja, wie kann ich denn jetzt hier... Tini und Ratschläge akzeptieren, lol. Ihr habt doch gerade gesagt, dass ich das mit dem kreativen Modus eine super Idee finde, das probieren wir danach aus. Autobahn habe ich jetzt wieder gelöscht, weil ich ihm hier anbinden kann. Und ja, jetzt lassen wir die Jungs das mal sich teilen. Fairerweise muss man sagen, ihr verteidigt das Wursten, habt aber recht wenig Erfolg damit. Ja, das stimmt. Aber wir würden natürlich das Spiel auch gerne verstehen, wenn man jetzt einfach sagt, hey, ihr wendet Technik A an und verliert, also ist Technik A schlecht. Das finde ich einfach nicht befriedigend, dann einfach zu sagen, ja, dann macht man es nicht mehr. Weil wir haben oft schon Spiele einfach bei 300 Punkten aufgeben müssen, weil zwei Kaufhäuser direkt aneinander gespawnt sind. So, und das ist dann... Da denke ich mir, gut, da muss man dann einfach wursten. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich niemanden im Chat, der sagt, Wursten im Sinne von Ecken von Kaufhäusern abdecken ist eine schlechte Idee, oder? Oder gibt es wirklich Leute, die sagen, Wursten im Sinne von zu verhindern, dass Kaufhäuser direkt nebeneinander spawnen, sei eine schlechte Idee, glaube ich, habe ich noch nicht gelesen. Doch, schreibt Krano, okay. Aber hat er jetzt einfach nur doch geschrieben? Warum? Jede Menge Leute. Okay. So, zack, Leute. Und jetzt ist nämlich das passiert, was ich gesagt habe. Wursten ist eine gute Idee, Spawn blockieren ist eine schlechte Idee. Ja, damit kann ich absolut leben. So. Und perspektivisch, liebe Leute, wird natürlich auch vielleicht gleich für den Sophie-Punkt entscheidend,
Perspektivisch, wir kommen immer Getränk, neue... fuck! Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es klang nicht gut. Perspektivisch, liebe Leute. Warum sind hier so viele gerade Rote unterbeschäftigt? Egal, den brauchen wir schon mal nicht. Perspektivisch. So, zack. Sauber, geil. Perspektivisch, Leute. Guckt mal hier. Wir können geil, alles lösen gleich. Der Insel. Hä? Ey, darauf kann man sich verlassen. Rote auf der Insel, darauf kann man so, sich verlassen. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt können wir nämlich hier eine Exklusivität herstellen. Zack. So, und jetzt will ich nichts mehr hören. So, stopp. Exklusivität herstellen. Für das Kaufhaus. Hier, zack, 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 zack. Alle snacken da dran. So, das können wir lösen. Nee, das war Quatsch. So, der kommt da oben dran. Der kommt da dran. Der kommt auch da dran. Und blau, Petrol können wir hier wieder durchlegen. Zusammen, zack, zack, zack. So. Jetzt haben wir wieder eine blaue Exklusivität, eine Petrol-Exklusivität. Stark. Wir haben jetzt nur hier das Problem. Aber das gehen wir gleich an. Ja, grün und hellblau beißen sich so ein bisschen, aber das ist... Ja, das kriegen wir aber auch noch in den Griff, Leute. Wir haben jetzt hier das Problem mit Petrol. Ich würde sagen, perspektivisch muss ich erstmal einen hier anbinden. Damit das hier versorgt werden kann. Grün, okay. Wurde jetzt eigentlich mal geklärt, was eine Ampel bringt? Nee, Ampel ist ein rotes Tuch für uns und wir ignorieren sie einfach. Ich habe vorhin gesehen, dass jemand gepostet hat, Ampeln vor Ausfahrten, weil das ja so verstopft wurde bei dem Petrolausfahrt, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Stopp. Vielleicht schon. Also wenn es wirklich da Leute gibt, die dafür sprechen, können wir das gerne mal ausprobieren. Aber ich habe bis jetzt nur über Ampeln gehört, dass es einfach nichts bringt. So, warte mal. Was wollte ich jetzt? Zack. Brauchen wir das? Kriegen wir grün? Achso, vielleicht kriegen wir das hier unten drum angebunden. Und dann kriegen wir grün exklusiv. Ja, warum nicht? Zack. Leute, heute mal ein bisschen experimentelle Runde. So. Hier dran. Hier dran. So, so, so. Und zack, zack, zack. Beziehungsweise, ja, können wir auch. Nee, das können wir nicht machen. So, let's go. So, ganz kurz. Cornelius Kaub schreibt hier: schon wieder überall T-Kreuzungen an den Mall-Eingängen. Autos vorher zusammenführen, dann steht da eine konstante Schlange. Ganz check ich's nicht. Wo genau seht ihr hier T-Kreuzungen, die man verhindern könnte? Warte. Er meint jetzt hier links unten zum Beispiel bei Petrol und Rot, oder wie? Dass man da, das ist sogar eine Viererkreuzung. Lohnt ihn. So, jetzt habe ich... Vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel geben. Dann können wir das vielleicht ein bisschen verstehen. Alle gelben über eine Zufahrt. Aber wie willst du denn bei Gelb eine T-Kreuzung vermeiden an der Einfahrt? Willst du, dass alle über unten fahren, oder wie? Lohntin, ich würde einmal ganz kurz was machen. Ja, gerne, gerne. Ich will es nur verstehen. Und zwar machen wir hier jetzt Autobahn. Und zwar für Petrol. Die Frage ist nur, für welches? Ich würde sagen, für das hier. Zack. Also, zack. Dass wir hier perspektivisch auch noch was dran anbinden können, wenn das hier zu krass wird. So, zack.
hier zumachen. So. So, ganz kurz mal ein Input aus dem Chat jetzt. Ja. Bei Gelb sollen alle Häuser über oben angebunden sein. Dass sie nur von oben kommen, nicht von unten und von oben. Okay. Machen wir. Warte, ich will einmal ganz kurz hier noch diese ganz vielen unnötigen Straßen. Und hier müssen wir ganz dringend die Einfahrt abriegeln. So, jetzt wollen wir hier Gelb nur über oben. Nur über oben, ja. Das heißt, das hier und das hier lösen. Und den auch, oder was? Den auch von oben. Also das ist die Idee von Cornelius, der sagt, wenn alles nur von einer Seite kommt, geht's schneller. Okay. Einfahrt absichern. Und let's go. Hier können wir noch... Ich meine, es kann schon sein. So. Hellblau macht mir noch Sorgen, beziehungsweise da ist ein bisschen zu viel aufeinander. Ist jetzt auch angezählt. Vielleicht können wir dafür mal die zweite Autobahn verwenden. Dann könnt ihr das euch auch mal ein bisschen besser vorstellen, wie das aussehen könnte. Hier den mal wieder lösen. Dann hat nur Rot und Petrol zusammen etwas. Hier lösen wir das auf. Zack. Hier knattern wir mal. Zack, 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 zack. Hier knattern wir mal alles Hellblaue zusammen. Zip, zip. So, zack. Und Autobahn hierhin nach hierhin. Zack. Das kriegen wir auch bestimmt alles ein bisschen eleganter. Naja, ist ja auch erstmal egal. Hier ein bisschen abriegeln. Hier abriegeln. Hier abriegeln. So. Und jetzt hier natürlich wieder. Wollen wir es verhindern? Zack. So, ganz kurz ein Input aus dem Chat. Ja. Bei Kreispetrol das linke Petrolhaus abbinden, damit da nur Autos von rechts kommen. Okay. Anscheinend ist das gerade so der Trend im Chat, dass keine Kreuzungen direkt vor Einfahrten sein sollen, sondern nur von einer Seite her. Okay. Nehme ich an. So, können wir jetzt mal ausprobieren. So, das heißt... Wie geht's bei dem, ja gut, bei dem Quadratpetrol geht's schlecht. Aber kannst du bei Quadratpetrol die roten nicht unten rumleiten? Warte, stopp, wir sind übrigens beim Sophie-Punkt angelangt. Ah ja, okay, alles klar. So, liebe Leute, es ist wieder soweit. MM, ja, für weiter, oder? Ausrufezeichen MM, nein, für ein neues Spiel. Was sagt ihr zu der aktuellen Situation? Nice. Nice. Chat hat Vertrauen, Chat hat Hoffnung. Chat hat Hoffnung, geil. Okay, was ist jetzt die Idee? Was wolltest du gerade sagen? So, ich dachte vielleicht bei dem linken Quadratpetrol die roten eher unten umführen. Okay. Sodass nur noch Petrol von links kommt und die roten über unten fahren. Finde ich sehr gut. Warte, wir binden einmal kurz hier noch das an. Weil das ergibt schon Sinn, das ist schon ein guter Punkt von Cornelius, dass die... Wenn die von beiden Seiten kommen, müssen die an der Einfahrt immer warten. Da muss man halt auch abwägen, ne, ob man das immer machen kann oder ob man dann nicht auf zu viele Anbindungen verzichten muss, aber auch nicht. Zack, so, jetzt haben die müssen genug haben. So, jetzt binden wir Rot unten her an. Können wir so ein bisschen aufräumen. Zack. Und das linkeste rote Haus kannst du auch noch anbinden. Warte. Zack, zack, zack. Das linkeste rote Haus wo? Das hier. Das ist in der Mitte ganz links. Wo soll ich das anbinden? Nach rechts. Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht, ne? Ich hab's nur vorgelesen. Geht nicht. Ich frag mich gerade. Ein rotes Haus neben der 1 der Petrol AB. Ja, das rote. Ah, ja, stimmt, das kannst du nach rechts. Na gut, dann. Nee, eben nicht. Das wollen wir ja nicht gerade.
Ja. Das haben wir ja gerade geändert, dass die Einfahrten nur von einer Seite kommen. Drakon 03. Das ist gerade die Idee, dass wir das nicht machen. Oder meinst du, dass es nach oben angebracht? Ich glaube, es passt so. Ich glaube, es passt so. Ich glaube, wir können hier perspektivisch, weil wir jetzt gerade sehr viele Grüne nicht angebunden haben, mal ihn mit reinnehmen, weil dann scheint der Bedarf ja groß zu sein. Ne? Wir können mal die noch mit anbinden. Auch wenn es gerade noch ein bisschen verfrüht erscheint. Hier müssen wir aufpassen. Zack, dass hier keine Räuser rein entstehen. Okay, hellblau, ja, passt auch noch. Hellblau haben wir hier angebunden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Gelb jetzt mit Bedarf, aber darf eigentlich auch nicht zu viel. Was ist hier noch? Rot, guck mal, hier fährt der Rote ins blaue Petrolhaus. Braucht Hellblau noch mehr? Hellblau, ja. Interessant, aber wie? Ah, wir können jetzt hier, weil wir hier gelöscht haben, können wir hier an die AB. Sehr gut. Stark. Ich sehe bei Rot hier. Rot hat Bedarf. Wie kriegen wir denn Rotteam besser versorgt? Haben wir da eine Idee? Florentin. Schwierig. Ich meine, du könntest natürlich eine lange Straße bauen, von noch zwei von der Insel mitnehmen oder so. Aber ist auch nicht ganz leicht. Gelb. So, brauchst du überhaupt die Autobahn bei Petrol? Ist sie nicht mit den Blauen von der Insel versorgt? Ja. Stopp. Gelb. Gleich anbinden. Ja. Ja. Jetzt ist gelb angezählt. Gleich hier. Ich habe doch gar keine gelben Häuser. Ja, jetzt können wir hier blau mal die Autobahn löschen. Zack. Zack. So. Weil jetzt haben wir hier drei Häuser angebunden, recht nah. Blau löst sich gerade auf. Sehr gut. Hellblau. Sehr gut. Ein Erfolgserlebnis, Leute. Erfolgserlebnis. Was müssen wir als nächstes beackern? Rot, oder? Ja, oder gelb halt, ne? Na, gelb haben wir jetzt zwei Kreise und der untere Kreis hat nur ein einziges Haus. Das würde auf gar keinen Fall reichen. Ja, aber da ist ja das Ding. Wir haben doch hier alles angebunden. Was soll ich denn da ändern? Verstehst du, was ich meine? Naja, aber irgendwas musst du ändern. Obwohl wir das auch nicht genau wissen, also wird der Bedarf auf die Häuser gleichmäßig verteilt, wenn sie die gleiche Form haben? Oder gibt es da auch Unterschiede? Ich weiß es nicht. Hier, Rot. Es wirkt schon so, als würde das nördliche Gelbe mehr Bedarf haben als das südliche Gelbe, oder? Hm. Okay, noch ein Gelb. Und vielleicht checkt er schon so ein bisschen, wie viele Häuser in der Umgebung sind, um den Bedarf zu verteilen. Das wäre ja wirklich eine sehr smarte KI, aber ja. Uff. Okay, gelb. Leute, wir müssen hier was machen. Hier jetzt eine Autobahn. Hier drei Häuser zusammenziehen. Und sie gelb geben. Ja. Beziehungsweise zwei. Ja, müssen wir jetzt mal. Sonst haben wir hier... Und jetzt aus einer Richtung wollen wir kommen, haben wir gesagt, ne? Jo. Also gehen wir dahin. Zack. Scheint aber ganz gut zu klappen, diese Idee mit nur aus einer Richtung kommen. Coole Idee. Wissen wir noch, wie der User heißt? Cornelius. Cornelius. Können das die Cornelius-Regel nennen? Ja. Okay, jetzt hier gelb. Ja, sehr gute Idee mit der Autobahn. Waren wir gleich am Start, Leute. Stark. Zack, hier abwursten, Problem. Oh, hellblau ist gut. Kannst du die zwei von oben anbinden?
Ja. Zack, zack, zack. Wollen wir direkt machen. So. Zack, zack. Hier wollen wir aber jetzt ja auch gleich verhindern, dass dein Kaufhaustransport, ne? So. Ja, vielen Dank an alle anderen, die natürlich auch diese Cornelius-Regel formuliert haben. Ihr seid alle. Vielen Dank für den Tipp. Da gibt es jetzt Copyright-Ärger. Und es gibt auch Leute, die behaupten, es sei die erste Soonsche Regel eigentlich, aber das ist nicht genau das Richtige. Die erste Soonsche Regel besagt nur, dass Kreuzungen nicht direkt vor der Ausfahrt sein sollen, sondern weiter weg. Aber sie sind schon sehr ähnlich, die Regeln. Vielleicht sind es sogar tatsächlich genau die gleiche. Okay, müssen wir bei Gelb noch unterstützen? Scheint fast so, ne? Ja? Oder könnt's hinhauen? Hier wollen wir kein Kaufhaus. Weg damit. Grün ist übrigens zum Dings geworden. Zum Kreis, aber es scheint noch zu gehen. Und Gelb hat sich so ein bisschen entspannt. Okay, okay, rot. Oh, ui, vor allem der spawnt direkt mit so vielen schwarzen Pins dran. Okay, warte. Boah, rot ist ätzend. Eieiei, rot hat drei Kreise mittlerweile. Okay, das warte mal. Das heißt aber, dass der Bedarf der anderen beiden wahrscheinlich sinkt dann. Heißt es das? Jetzt, ja, wenn es jetzt auf drei Kreise aufgeteilt wird. Also im Chat hat jemand geschrieben, der Bedarf wird gleichmäßig unter denen aufgeteilt, die gleiche Form haben. Das ist jetzt erstmal nur eine Aussage. Ja. Aber es gibt zumindest Indizien, dass es so ist. Aber die Person meinte auch zwei Drittel für Kreis, ein Drittel für Quadrat, ungefähr vom Verhältnis. Mhm. Also jetzt haben wir drei Kreise, also müsste jeder Kreis ein Drittel des Bedarfs kriegen. Steht zumindest im Raum. Okay. Ich habe jetzt das Problem, dass ich habe hier grün. Ich habe keine Autobahn gerade, weil natürlich gerne würde ich gerne einfach diese zwei Häuser hier an grün anbinden. Und ich habe den kreisrunden Bedarf an roten Häusern. Also, ja, rot ist, glaube ich, das größere Problem gerade. Also perspektivisch hier zum Beispiel, ne, das Kaufhaus würde ich da gerne mit reinballern. Haben wir irgendwie gerade eine Möglichkeit, rot besser mit anzubinden? Ich sehe es gerade nämlich nicht. Naja, du könntest halt eine Südbahn über den Fluss machen, einfach hoch. Und hier abzweigen, oder was? Ja, halt dann so drei Häuser von der Insel für das linke Kreisrot. Oh, und dann hier durchstechen, da durchstechen. Boah, das sieht. Oh. Naja, vielleicht reicht's, wenn du das ganz im südlichen Bereich das linkeste gelbe Haus abbindest und dann die rote hochführst. Dann hättest du es relativ exklusiv. Ja, ich kann es hier so, ich kann es sogar ganz fast exklusiv machen. Guck hier, zack, zack. Oh ja, Und die binden wir mal ab. Zumindest die zwei. Ah ja, jetzt kommen aber Rot und Grün beide von Süden, ne? Ja, aber mach erstmal. Und wir können den Grünen hier noch dazu packen. Zack. Ist nicht ideal, Leute. Hier, zack, Grün noch dazu packen. Dauert ewig, bis die da sind. Aber ich will eh hier die Autobahn haben. Anfängliche Spawn-Verhinderungsstraßen verhindern euch oft später auch nützliche Häuser in Stadt-Spawns weg damit. Ja, aber wir hatten doch jetzt in dem Spiel keine Spawn-Verhinderungsstraßen. Lediglich Wurstungen und Hotdogs. Okay, stopp. Warte. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile alle auf derselben Seite zu sagen, Spawn-Verhinderungsstraßen sind nicht gut. Da bin ich auch absolut dabei. Wir brauchen aber trotzdem weiterhin Hotdogs und Eckenwürste. Also, Florentin, wir haben jetzt hier eine riesige lange Straße zu diesen zwei Kreisen mittlerweile. Das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen eigentlich hier direkte Grüne abziehen. Ja, aber ganz kurz, sorry, kannst du nicht im Süden eine Straße bauen, die direkt von Süden her an das rote Kreis anbindet? Und dann einfach da drei rote Häuser von rechts mitnehmen. Ja, okay, wir können es mal probieren, warte. Da musst du halt ein gelbes Haus links unten abbinden, damit du da rankommst. Es ist halt ein ewiger Weg für nur drei Häuser. Vielleicht ist es echt. Ja. Aber ich habe eine andere Idee. Und zwar, wir können diese drei grünen Häuser mal nehmen
Und sind ja. Würste und Hotdogs nicht Spawnverhinderungsstraßen? Technisch gesehen ja, aber sie sind nicht dazu da, große Flächen an Spawn zu verhindern, sondern lediglich ein einziges Feld zu verhindern. So. Jetzt haben wir die drei Grünen mal hier abgebunden. Zack. So. Die sind weiter da. Stark. Gut. Die versorgen das Haus, glaube ich, auch. Dann haben wir Rot. Und hier bauen wir jetzt eine Extrastraße, haben wir gesagt. Das heißt... So T-Kreuzung bei Grün, glaube ich, wird gerade bemängelt. Bitte immer gerne direkt dazu schreiben, wo. Einfach, ich glaube hier. T-Kreuzung direkt schreiben, wo einfach. Ich glaube, der meint das hier. Hilft uns, das hilft uns sehr. Ich glaube, die ist gemeint. Was soll ich denn da anders machen? So? Nee, oder? Na, ist egal. Ihr werdet es schon schreiben. Ja, ganz kurz, den können wir natürlich... Kreuzung vor Auffahrt. Ja, Leute, wo? Einfach die Farbe und kurz einfach eine Himmelsrichtung geben. Das hilft uns super viel. Ich habe immer noch... Ah, doch, Rot können wir jetzt hier... Ach, geil. Jetzt können wir hier Rot anbinden. Aber wie viele? Ja, nur einen erstmal. Ja gut, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. So, wie kriegen wir das hier von der Insel noch rüber? Wir brauchen ganz dringend die Autobahn. Grün. Oh, ich will die Autobahn haben. Geil. Das rote Haus rechts vom Petrolkreis. Viel Platz für nix. Ich verstehe nicht, was er damit meint. Also er meint, dass da ein Straßenfeld zu viel ist, oder wie? Oder meint er generell dieser Bereich, dass da gewurstet wurde und das wieder weg soll? Ihr würdet uns echt generell super helfen, wenn ihr einfach präzise Sätze formuliert. Was wollt ihr und wo? Und dann, also das weiß nicht. Dann hilft uns das mehr, als dass wir ständig nachfragen müssen. Okay, warte mal. Hier ist jetzt einiges passiert. Gelb ist zum Kreis geworden. Nee, das war schon vorher, aber struggled. Finde ich komisch. Können vielleicht... Nee, können wir eigentlich nicht. Grün. Auch ein bisschen. Und Rot. Na, wie kriegen wir hier... Das müssen wir irgendwie ein bisschen besser machen. Dass wir... Machen wir das mal wieder hier nach oben. Weil mir das einfach auch ein bisschen zu viel ist. Wir brauchen... Ah. Zack, zack. So würde ich es jetzt mal machen. Und das können wir dann gleich noch anbinden. So, ganz kurz. Ich glaube, es ist jetzt verstanden zu haben. Rechts neben dem Petrolkreis sollen die Würste weg. Was? Rechts neben dem Petrolkreis sollen die Würste weg. Das ist, glaube ich, die Aussage. Das? Die hier? Ja, ich glaube, das ist die Aussage. Ich mach die weg. Chat? Und anscheinend ist dieses rote Haus, die Straße ist zu lang. Das scheint ein riesiges Problem zu sein, dass das ein Feld zu lang ist. Welches? Rechts neben dem Petrolkreis, das rote Haus hat eine zu lange Straße. Okay, genau. Warum? Ist das ein Problem? Das ist mir auch nicht ganz klar. Anscheinend sollen da Häuser spawnen, die helfen. Okay. Ich vertraue euch, Chat. Ergibt Sinn. Die Frage ist halt nur, welche Häuser. Aber an sich gibt es eine Menge Farben in der Umgebung, die man gut brauchen könnte. Ich glaube, außer Gelb wäre es vielleicht nicht ideal, aber viele Farben sind gut. So, jetzt die Autobahn, Leute. Ich brauche die Autobahn. Geil. Geil, Leute. Erfolg. Erfolgserlebnis. Das rote Haus hier. Ey, es sieht alles in einem gar nicht so schlecht aus, ne? Jetzt, warte mal. Grün noch da dran. Jetzt Autobahn. Was? Och, Mann. Es gibt nur zwei Autobahnen in Dar es Salaam, Fabian. Ja, aber ich habe doch eine. Okay, hier brauchen wir rotes Haus. Nee, du hast zwei von zwei. Du hast schon alle. Nein, hä?
Ach ja, stimmt. Fuck. Kann ich das irgendwie... Das habe ich total übersehen. Können wir irgendwas auflösen, irgendwas zusammenlegen? Naja, gelb, ne? Ja, die hellblaue Autobahn scheint nicht... Also hier heißt es, hier wird nicht gebraucht, aber ich glaube schon, dass... Aber wie sollen wir die denn besser machen? Du nimmst dir halt mit Grün die Straße, mit Grün die Straße teilen vielleicht. Boah. Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn die wirklich auf einer langen Straße nur gegeneinander fahren, dann nehmen die sich gar nicht so viel. Ich glaube, das Problem ist nur, wenn die Ausfahrten und sowas da zusammen teilen, dann ist es ein Problem. Eigentlich, wenn die nur eine lange Straße sich teilen, ist es gar nicht so schlimm. Also wir haben hier jetzt beide Grüne sind relativ weit angezählt. Ja, ich würde auch sagen, die Autobahn jetzt zu versetzen ist ein bisschen riskant, weil das dauert ewig, bis sie wieder, ja, bis sie tatsächlich zur Verfügung steht. Aber der nördliche Grüncluster ist halt ein Traum eigentlich. Den willst du halt, die ist schön wegsnacken als Autobahn. Ja. Die Frage ist eher, kann man zum Beispiel Gelb und Grün zusammenlegen? Weißt du, was ich meine? Kann man die gelbe Autobahn und Grün zusammen? Ah, ja. Das ist gerade eher meine Idee. Dass man sagt. Ja, das sollte schon gehen. Aber zu welchem grünen Kaufhaus? Zu dem rechten dann, meinst du, oder? Nee. Oder zu dem linken? Zu dem linken. Hierhin würde ich die Autobahn legen. Ja. Oder hierhin. Und dann würde man Gelb und Grün verbinden. Was sagt der Chat dazu? Ja, finde ich schlecht. Chat sagt ja. Chat sagt ja. Ich habe natürlich theoretisch... Die Frage ist halt, ob du auch die Grünen auf der Insel irgendwie nutzbar machen könntest. Ja, das denke ich halt auch gerade. Es sind halt 5 Stück, ne, die halt gar nichts machen. Die gar nicht so weit weg sind. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man zwischen den Kaufhäusern Platz lässt, damit man jetzt solche Straßen noch reinschlängeln könnte zum Beispiel. Mhm. Weil kannst du nicht die über das hellblaue, über die hellblaue Siedlung herum nach Grün legen? Über Norden rum? Ach, ist schwierig, schwer zu beschreiben. Ja, das ist super schwierig. Ja, ich könnte, was ich glaube, ich machen könnte, ist, guck mal, wenn man jetzt hier mal guckt, sagt, man legt Rot so, dann komme ich ja hier noch zwischen. Weißt du? Mhm. Also ich könnte, zack, zack, also ich könnte hier Grüne anbinden. Ja, musst du die mit Petrol verbinden? Kannst du nicht eine zweite Straße aufbauen? Du hast ja noch eine Brücke. Ja, dann kriege ich hier das hier nicht rein, weißt du? Wie? Also ich glaube, man muss die zusammenfahren lassen. Aber dann, ja, haben wir immer... Du die rechten Grünen rechts um das Petrolquadrat auf der Insel herumbauen. Genau, aber da komme ich noch nicht unten her. Jetzt ist die Map zu Ende. Ja, aber können wir gleich machen. Können wir gleich machen. Dann ist... Und dann legen wir hier jetzt noch Grün und Gelb zusammen, würde ich sagen. Also, dass wir sagen, zack. Ja. Zack. 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 So. Die Spinne. Und die Spinne wird hierhin verlängert. Beziehungsweise hierhin verlängert. So. Was sagst du denn zu Petrolkreis? Der ist ja momentan auch angezählt. Kannst du da noch was anbinden? Nee. Beziehungsweise doch. Habe ich ein Haus noch gegeben. Und die 3 da oben mit einer Brücke? Ja. Oh, jetzt ist unten auch Kreis geworden, Petrolkreis. Drei mit der Brücke. Der Grün wächst mir unfassbar viel zu schnell. Drei mit... Warte mal.
Aber ganz kurz, sorry, kannst du nicht bei der linken Autobahn an der Ausfahrt da auch noch eine Straße nach rechts bauen, dass die nicht alle nach links abfahren müssen oder so? Ich glaube, da stopft sich's jetzt ein bisschen. Hier? Ich weiß immer nicht, was du meinst, wenn du hier sagst. Mit der Maus, siehst du die Maus nicht? Krasser nicht. So, sag aber nochmal. Kannst du nicht die Autobahn so enden lassen, dass die Gelben nach links abbiegen und die Grünen nach rechts abbiegen? Dass sie direkt auf unterschiedliche Straßen kommen? Ja. Du meinst, weil das hier so ein bisschen hässlich aussieht bei dem gelben Kaufhaus? Bei ja, dem gelben? Die verstopfen sich halt, glaube ich auch. Also ich weiß, wenn es jetzt nicht leicht geht, kein Ding. Autobahn zu verlegen ist immer ein heikles Unterfangen. Meinst du vielleicht? Vielleicht solltest du sie auch echt gar nicht anfassen, weil sonst muss, bis sie umgebaut wird, wieder. Ich habe sie gerade angefasst. Ah, scheiße, sorry. Vielleicht war es ein Fehler. Ja, das passiert. Geht schon. Pass auf, wir machen R hier jetzt. Nein, da geht noch nichts. Grün. Rot noch bekommen, geil. Nice, Alter. 1600, Mann. Das geht. Hellblau angezählt? Ich meine, was soll ich denn da jetzt ändern? Hellblau wieder nicht angezählt? Super versorgt, das muss reichen. Ja, die könnte ich jetzt hier noch mit einer Brücke anbieten, ne? Scheiße, jetzt ist grün angezählt und die Autobahn wird gerade umgebaut. Uiuiuiui. Komm. Jetzt kommen die da auch nicht mehr neuen drauf. Och Mann! Ja, aber da sind schon noch auch einige unterwegs über eine Marktstraße. Gelb auch angezählt. Jetzt ist es halt Micro. Komm, wann kann ich ihn hier unten? Wann wird die Map erweitert? Okay, jetzt alles hier drauf. Komm, zack, zack, zack. Viererkreuzung, scheißegal. Oh fuck, Mann, es tut mir so leid, die scheiß Autobahn ruiniert jetzt. Mann, warum dauert denn das immer so ewig, bis sie umgebaut wird? Da fährt keiner los gerade von Grün aus dem Norden. Bitte, bitte, bau um. Jetzt ist sie, jetzt fahren sie. Okay, nice. Okay, jetzt die müssen ankommen. Go, 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 go. Komm, fahrt. Alter, die 2000, Krane. Das geht, Mann. Hier, wann wird die Map scheiß? Ist irgendwas, was wir gerade übersehen? Hier, hellblau. Können wir da irgendwas noch machen? Komm, wir werfen alles rein. Oh, hellblau. Petrol, meinte ich. Fuck, die Grünen, die kommen jetzt erst an, Mann. Oh, die verstopfen. Oh, die stauen sich da. Aber wir haben die 2000, glaube ich. Krano, Krano! Warte! Wir. Ah, das läuft! Ja! Krane! Jawohl! Yes, Mann! Du bist der Beste, Mann! Nice! Ah, fuck, Petrol! Was kann ich machen? Ich glaube jetzt gar nichts mehr. Ja, jetzt ist es egal. Krane, das war stark. Das war echt nicht der leichteste Spawn. Das war richtig gut gelöst. Schön die Situation erkannt. Schön die Gelegenheit. Schreibt dir das mal dick auf. 2084. 2084. Wow. Richtig gut. Richtig gut. Mach ich gleich. Leute, fuck, da mach jetzt ein schönes Foto von. Ja, mach mal. Von diesem fucking Chaos hier. Jawohl! Zack. Das ist dein Sieg, Krane! Unser Sieg! Hier! Geil! Ey! Und Cornelius-Dings da, ne? Ey, Cornelius, nice. Vielen Dank für alle Tipps. Ja. Haben wir jetzt Dar es Salaam durch, oder was? Ich glaube, ja. Wir haben immer gesagt, nächste Herausforderung. Wir müssen jetzt weiterziehen. Ich bin gespannt. Ey, Leute, freut euch auf nächste Woche. Dieses Format nimmt nochmal Fahrt auf, legt nochmal einen neuen Gang rein. Ja. Und dann geht's richtig los. Alles klar, Leute. Ey, hammergeil. Schreibt alle in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ich würde sagen, jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Geil.
Mich seht ihr um 17 Uhr nochmal zu Baba Is You und natürlich heute Abend Filmfights. Bleibt dran, fantastischer Content. Ich glaube, jetzt kommt Simon, oder? Ja. Eddie, nee. Oder? Eddie, ah, geil. Eddie, geil. Ganz liebe Grüße an Eddie. Der beste Filmfights-Judge, den es gibt. Seht ihr heute Abend auch noch. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis dann. Ciao, Krane, fantastische Leistung. Sei stolz auf dich. Ciao, 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 mach's gut.